Sie haben ja gerade angedeutet, wie es ist, wenn man einem Bild entsprechen möchte. Wenn Sie zurückgucken, Katharina Herb, dann haben Sie früher vielleicht gedacht, ich werde mal eine Diva. Oder was war so, als Sie noch Kind waren, als Sie Mädchen waren, Ihr Ziel? Rocksängerin. Ach, Rocksängerin. Oh, das wäre ich so gern geworden, so richtig so mit Power und so. Können ja auch Diven sein. Aber Ihre eigentliche Ausbildung deutet ja doch darauf hin, dass Ihre Eltern gesagt haben, ach, aus der Kleinen könnte mal so im Rahmen der klassischen Musik was ganz Großes werden. Flöte, Geige, Klavier, Gesangsausbildung. Gitarre. Und Gitarre. Ja, meine Mutter hat natürlich alles getan, damit ich tatsächlich umfassend ausgebildet worden bin, klassisch. Aber also die haben mir jetzt nicht da irgendwie diese klassische Musikschiene vor. Ich hätte durchaus auch Architektin werden können, was ich dann ja auch geworden bin. Also naja, sagen wir mal so, ich habe wirklich alle Wege offen gehabt. Und sie haben sich darum gekümmert, dass ich überall umfassend ausgebildet werde. Sie sind aber bei der Musik geblieben. Die Architektur war eine ganz kurze Episode in Ihrem Leben und nicht weiter von Bedeutung eigentlich, sondern es war dann etwas, was Sie doch zur Oper brachte. Nur sind Sie keine Operndiva geworden, sondern eine Frau, die Oper auch parodiert und karikiert und damit die einzige in Deutschland, die mir zumindest bekannt ist. Was hat Sie daran gereizt, die Oper, die Sie sozusagen studiert haben, irgendwann auf die Schippe zu nehmen? Also ich habe die tatsächlich ganz klassisch studiert und ich wollte auch wirklich tatsächlich ganz klassisch an die Opernbühne. Das ist quasi sowas wie Rocksängerin, nur man darf schön schreien. Also es ist genau das gleiche Schreien, nur eben schön. Und es finden dann alle toll, also fast alle finden es toll. Und das wollte ich natürlich dann auch wirklich so werden, wie man sich das vorstellt. Ich dachte, ich bin die erste schlanke Opernsängerin, bis ich gemerkt habe, alle sind schlank. Das ist ein völliges Vorurteil, genauso wie Bischöfinnen keine Mütze mehr aufhaben, sind die Opernsängerinnen halt alle schlank. Das heißt, ich habe mich da wiedergefunden in einer Riege von meist Mädchen, die genauso waren wie ich und dachten, naja gut, okay, aha, ihr könnt es auch alle. Mhm. Ah ja, ihr habt auch alle so schöne Stimmen. Mhm. Ah ja, ihr seht auch alle gut aus. Mhm. Okay, also wo ist jetzt Platz für mich? Dann war, naja, sagen wir mal, so eine klitzekleine Platzstelle für mich nach dem Studium, nach dem klassischen Studium des Gesangs, dass ich tatsächlich auch auf die Bühne gekommen bin, ganz klassisch, ganz herkömmlich und habe dann Dorabella gesungen. Was auch sowas ist wie ein Sechser im Lotto, das wissen die, die sich auskennen, im Rest muss es egal sein. Und dann habe ich aber gemerkt, das gefällt mir. Also so eine richtig schöne, große Mozart-Oper. Ja, so eine fette, ja genau. So eine fette Oper. Ja, ja, aber dann haben Sie doch das gehabt, wovon genau, viele, viele andere träumen. Warum war es das denn nicht? Träumen da echt so viele? Ja klar, die das studieren, ja klar. Mhm. Ja, dann stand ich da auf der Bühne, habe meine Dorabella mein Debüt gegeben und habe auch schön laut gesungen und alles war prima. Habe dann aber gemerkt, es ist in meinem Falle ein Fall des Mezzosopran. Wer das kennt, der weiß, es sind immer die, die unten drunter singen müssen, die liegen immer unten. Das heißt, die Mezzosopranistinnen, die haben immer die Terz drunter, die werden nie, denen wird nie applaudiert, die haben nie den hohen Ton. Gell? Ja. Kennst du das? Bist du auch Mezzosopran? Nein, aber ich applaudiere auch wahrscheinlich immer nur bei den anderen. Das tut mir so leid, ich applaudiere jetzt nur für dich. Also auf jeden Fall habe ich gemerkt, das ist so eine eher dienende Rolle und das passt ja so gar nicht zu mir. Also das mit dem Dienen, das ist ja so gar nichts. Ich war immer die, die die Knutschrollen hatte. Also ich war immer das Dummchen, die sich bei Dorabella, die war ja die, die sich rumkriegen lässt. Die andere ist ja die hehre Blonde. Also dann habe ich dann mit Dorabella gemerkt, das ist nicht das, was ich gerne hätte. Außerdem würde ich auch gerne mal Nessun Dorma singen. Für die, die es nicht wissen, Nessun Dorma ist eine Tenorrolle. Tenöre sind die kleinen, dicken Männer auf der Bühne. Und das hätte ich auch mal gerne gesungen. Und dann habe ich nachher gedacht, naja, und jetzt sitze ich da und darf immer nur eine Terz drunter singen und möchte gern so viel mehr. Und habe dann nebenbei einfach auf einer, naja, auf der Off-Bühne, weiß ich gar nicht, ob es den Aufdruck gibt, aber da habe ich einfach auf Kabarettbühnen das gesungen, was ich schön finde, wo mich keiner je engagiert hätte. Das heißt, Sie haben nach einer jahrelangen Ausbildung in verschiedenen Städten, bei verschiedenen Lehrern, bis hin, ich glaube in Tel Aviv haben Sie auch studiert, oder Jerusalem, ja, wo war's? Tel Aviv, genau. Nach dieser ganzen Ausbildung, nachdem Sie vorne auf der Bühne standen und Cosi fan tutte schon gesungen haben, haben Sie sozusagen, um sich abzureagieren, auf der Kabarettbühne das Ganze durch den Kakao gezogen. Ja. Und wie ich Ihrem Gesicht ansehe, ging es Ihnen dann dabei besser als auf der etablierten Opernbühne? Ja, das ist viel geiler. Das ist viel schöner. Also ich meine, das ist einfach toll, wenn man so als Tenor, keiner würde erwarten, dass eine Frau je Tenor singt, aber wenn man sich jetzt einfach mal so vorstellt, was man so richtig an Kraft in sich hat, also diese richtige männliche, dargestellte Kraft, die zu nehmen als Frau und so richtig so von unten nach oben, ja, so richtig nach oben, ja so, genau so, das ist toll. Das ist wie ein klitzekleiner Orgasmus. Also wenn es mal ein bisschen länger mit dem Single sein dauert, dann Gesang studieren, das ist toll. Thank you.
Kim, die paar Jahre. Wetter macht so. Aber sie kann ja schon singen. Es geht auch so. Jedenfalls, das, was sie tun, ist von Erfolg gekrönt. Sie sind jetzt für den Prix Pantheon nominiert, der im kommenden Frühjahr vergeben wird. Sind die Leute nicht völlig irritiert, wenn sie auf die Bühne kommen und dann im Grunde genommen die bekannten Opern, die Melodien kennen wir ja alle, ja, veräppeln? Naja, deswegen nicht, weil die allermeisten gar nicht zum Beispiel wissen, dass Nessun Dorma jetzt ausschließlich auf Bühnen von Männern gesungen wird. Das weiß ja heute keiner mehr. Das heißt, ich muss vorher mich hinstellen und sagen, ich mache jetzt was ganz Tolles. Schaut hin, ich mache was ganz Tolles, ich singe als Sopran einen Mann. Das ist natürlich der Quatsch, kann ich mir schenken, das braucht man nicht tun. Was ich mache ist, ich habe Melodien für die Menschen, die man kennt. Also die Melodien kennt eigentlich jeder. Und dann was Lustiges dazu machen, das ist dann aber, glaube ich, auch, ob die Leute dann durch die Originaloper irritiert sind oder einfach nur durch das, was ich tue, kann ich jetzt nicht mehr unterscheiden, aber ich bin mir dessen bewusst, dass ich mich nicht anstrengen muss, den Leuten zu zeigen, dass ich ganz besonders gesangliche Fähigkeiten habe, weil das interessiert heute keinen mehr. Das heißt, es war doch immer möglich, dass Männer auch Frauenrollen singen. Stimmt, genau. Das, ja, toll, umgekehrt, dass wir darauf kommen. Das ist genau das, dass nämlich Frauen Männerrollen singen, ist total tabu. Das weiß ich auch gar nicht, warum. Das ist übrigens komisch. Ich habe mir, als ich hierher gefahren bin, habe ich mir überlegt, warum singen eigentlich Frauen nicht in Männerrollen? Weil nämlich das Phänomen ja heutzutage ist, dass es kaum mehr Tenöre gibt. Ich habe ja vorhin schon gesagt, das sind die kleinen Dicken auf der Bühne und die Menschen werden immer größer. Wenn die Menschen immer größer werden, haben sie ergo natürlich auch längere Stimmbänder. Das ist jetzt die Theorie von Katharina Herb. Also, die haben eher... It sounds good, doesn't it? Also genau, die haben dann längere Stimmbänder und wie bei einer Bassgeige, die tieferen, langen Saiten tiefer klingen. Oder? Neue Einblicke. Habe ich gerade beim Herfahren gedacht, könnte man doch mal erzählen. So jetzt mal, also jetzt ihr Intendanten von den, ihr Operndirektoren, sucht euch doch mal hübsche Frauen mit großen Nasen aus, die ein bisschen männliches Profil haben. Die könnten doch sehr gut auch so ein, weiß ich nicht, so ein Pavarotti machen. Also gut, na gut, okay, also man muss ein bisschen... Ein Pavarotti? Naja, okay, ich habe mich gerade schon verbessert. Nehmen wir mal José Carreras. Also nehmen wir mal einen schlank gebauten, könnte doch eine Frau auch machen. Aber warum haben Sie heute ein Stück ausgesucht, das eine Frauenrolle ist und keine Männerrolle? Warum ich das heute ausgesucht habe? Einfach, weil es toll ist. Okay, dann sage ich jetzt mal, wir freuen uns auf die Königin der Nacht. Während Sie rübergehen, müssen wir mal eben unsere kleine Runde auflösen. Mhm. Katharina hat um sozusagen Befreiung gebeten, weil sie vor ihrer Gesangseinlage keinen Wein trinken darf. Wir haben jede zwei Gläser vor uns stehen und die... Aber, meine Damen und Herren, die Königin der Nacht, bei der sich einiges ums Vibrieren dreht. Katharina Herb. Katharina Herb.